jeden Fall ist ein großer Fisch dran. So muss man das ja schon so scharf aus, das Design. Ja. Eigentlich sind wir hier zum Hechteangeln, aber die Hechte, die lassen uns so ein bisschen im Stich. Das ist ja manchmal so, was man so plant und was man dann gern möchte und was man bekommt. Aber wir sind ja nicht blöd, wir hatten ja unsere Barschruten dabei, weil wir schon mal vor 2 Wochen hier waren, haben wir ganz gut Barsch gefangen eigentlich und haben sowieso ja gerade unsere Twitchbaits in Arbeit. Und da heute Mittag schon mal beim Ausprobieren, ja, wir sind zu dritt an Bord, Sebastian als Kameramann schmeißt dann auch mal Twitchbaits umher, der hat da schon einen großen Barsch mit gefangen, richtig schön. Und ein Hecht hatte ich schon mal, du hattest auch ein Hecht, das heißt, es scheint im Moment auf die kleinen Köder auch ganz gut zu beißen. Ne? Deswegen haben wir jetzt mal umgestellt und gesagt, okay, komm, weißt du was, lass die Hechte Hechte sein. Wir angeln jetzt einfach noch mal einen Abend, ein paar Stündchen auf Barsch weiter. Ne? Genau. Wenn es gut beißt auf die Teile. Und da wir noch viel auszuprobieren haben, das kommt noch dazu, ganzen Film darüber, das seht ihr dann noch, aber heute machen wir noch mal 2 Stunden damit sozusagen fertig. Ne? Dann ja, haben wir noch ein bisschen zu tun an den Teilen und das machen wir jetzt einfach nochmal, oder? Genau, das Abendstunden können wir mal gut ausnutzen. Sonne scheint, das ist sowieso sehr gut, jetzt Wetter, ein bisschen Wind direkt auf die Steine packen, das können wir sehr gut auf Barsch ausnutzen. Jo. Ja, und vor allem unsere neue Twitchbaits weiter zu probieren, weiter tüfteln, weiter testen einfach. Ja, ja, genau. Ja, man muss auch eine gewisse Anzahl Stunden damit angeln, damit man auch so ein paar Sachen rausfindet, weil jetzt geht's hier um Millimeter mit Tauchschaufel, Länge, Breite, so das müssen wir dann alles beim Angeln. Das kann man nicht mal gerade so im Testbecken machen, da muss man auch mal eine Stunde damit fischen, um das rauszufinden. So. Machen wir das. Du hast Motor montiert, ein bisschen dunkleren Köder. Ich habe mal einen Weißfisch hier dran. Kleine Rotaugen gibt es hier genug. Wir haben ja auch noch mit schickeren Dekors schon mal etwas neu. Aber ich mache erstmal den hier dran, weil da ist ein bisschen mehr Blei noch dran. Hier ist ein bisschen weniger. Und probieren das mal aus und machen mal schnell noch ein paar Würfchen, oder? Genau. Weil die Ecke hier ist heiß, Gregor. Wenn wir jetzt die ersten Würfe machen, dafür braucht man nämlich ein bisschen Geduld beim Twitchbait-Angeln, könnt ihr euch schon mal die Fische angucken, die wir heute Mittag mit den Ködern gefangen haben. Weil da waren durchaus sehenswerte Fänge dabei, vor allem großen Barsche. Jetzt sind wir gerade hier im Flachen angekommen und wir haben auch einen riesen Barsch. Alter. Im Flachen angekommen, da habe ich mir mal ein Twitchbait drauf gemacht. Ja, genau. Gregor, das ist gut, der Barsch, glaube ich. Ja, auf die Twitchbait. Auf dein Twitchbait. Ja. Hast du gut gemacht, den Köder. Haben wir lang getüftelt. Ja. Und wir sind immer noch dabei. Bam. Mega Kirsche. Da haben wir den Wobbler. Ja, ab auf die Matte, oder? Ja, über 46. So. Gut 46, aber kugelrund. So, kleiner Hecht. Vielleicht habe ich gedacht, habe ich Barsch. Zuerst hat er mich, jetzt hat er mich, der Kleine hier, ein bisschen verwirrt. Ich war sicher, das habe ich einen Barsch. Das ist aber ein ganz kleiner Hecht. Ist aber ganz schön zerbombt, wie man es sieht. Ja. Aber Gregor, egal, hier sind Hechte. Der Kleine hier, das ist einer der neuen Twitchbaits. Das sind die Demo-Farben, beziehungsweise so Probefarben noch. Das ist Motoröl mit ein bisschen Glitter. Ja, fast habe ich gedacht, wo habe ich ihn kurz gesehen, oh, ist schon rausgeflogen, habe ich gedacht, fast zu dunkel ist der Kleine hier für das Wasser, weil er ist ein bisschen trüb, aber trotzdem hat es das Abnehmer gefunden. Ja. Dauer. Merkwürdig. Oh nein, Gregor. Es kämpft schon wieder wie ein großer Hecht. Das gibt's doch gar nicht. Ey.
Ich wollte jetzt nur gucken, wie der neue Switchback läuft. Hier ein paar Designs gemacht, neue mit Folien und so. Oh nee, ey, da gibt es noch einen Nagel da schon wieder. Also auf jeden Fall ist ein großer Fisch dran. Aber Birger. Ja, Birger, schau mal. Diesmal passendes Kescher dabei. Ja, sehr gut. Gucken wir mal, was es ist. Ich bin selber ein bisschen, ich hatte gerade irgendwie in der Pause so, da war da jetzt ein Fisch dran. Das ist aber überhaupt nicht, so keine Idee, was es ist. Ich schätze mal ein Hecht, aber eine richtige Idee habe ich gerade nicht. Kommt da? Das muss ein Hecht sein. Was sonst? Ja. Oh ja, schön Hecht, oder? Nein, okay, er ist nicht riesig groß, aber er ist ein schöner Hecht. Ein schöner Hecht. Ja, super. Das waren jetzt zwei Würfe mit dem Fischbait, ja? Vielleicht fünf. Ja. Okay, wir haben ihn aus dem Kescher draußen. Schöner Hecht, so Mitte 80er oder sowas. Der geht erstmal schnell wieder zurück. Der freut sich. Hier ist der Köder. Das war jetzt wirklich einmal gecheckt, auch eine ganz neue Farbe. Wir waren ja schon mal hier vor zwei Wochen, jetzt haben wir nochmal neue Farben auf die Schnelle gemacht, eine neue Folie und so weiter und so weiter. Deswegen wollte ich mal ein paar Würfchen damit machen, mal schauen, wie das unter Wasser so aussieht, sofort ein Hecht dran wieder. Also das Ding ist unglaublich. Nee, ist unglaublich. Das ist eine Waffe, ja. Sieht aber auch rattenscharf aus. Ja, mit den neuen Folien. Das war gestern noch für mich extrem lange Nacht, weil gerade neue Maschine haben wir ausprobiert, neue Sachen, neue Folien. Ich wollte unbedingt die bringen, noch ungefähr so lackiert, wie die sollten sein, später in Produktion. Zack. Ja. Und du hattest noch gefragt, eben auf der Herfahrt, wie wird das wohl mit dem Vorgespritzen? Weil jetzt haben wir die Lackierung, man muss das mal gerade so sagen, so wie es eigentlich jeder Wobblerhersteller macht, lackieren und Einmal versiegeln. Und das schon war's. Sind die Macken alle drin, genau. Nach einem Fisch. Ne? Ja. Und die werden ja normal von dir immer noch getunkt, mehrfach. Fünf bis sechs Mal, je nachdem, nach Gewicht. Das wird alles eingestellt in Produktion. Und dann sind die unzerstörbar. Eben, da hast du das nach einem Hecht niemals. Ja. Nee. Okay, nee. Na gut, dann weiter geht's. Man ist ja immer dazu geneigt, den so schnell mal durchzupeitschen, aber eigentlich spielt er ja seine richtige Fängigkeit erst aus, wenn man den auch mal da hängen lässt, ein paar Sekunden. Und die Zeit brauchen die Barsche auch, um hochzurasen. Also wenn sie das sehen, stehen in 5 Metern und da kommt der Köder auf 2,5, 3, dann kommen die zwar, aber nur, wenn man nicht zu schnell ist. Wenn die im Flachen stehen, also manchmal stehen die auch an den Steinen, dann kann man ja auch schnell drüber angeln. Das geht schon, ne? Aber wenn man dann merkt, man kommt Richtung Kante, da muss das dann durchaus mal ein bisschen langsamer werden. So. Fisch. Barsch. Da ist er. Der Fisch ist wieder. Der Abendbarsch. Ganz, 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 ganz dicht am Ufer gebissen. Aber erst, der ist erst kleiner. Ich glaube, der ist gar nicht so klein. Uiuiui. Schöner. Ja. Ah, na also, da ist er doch. Das ist immer ein Barsch, oder? Ich hätte jetzt gewechselt auf das Dekor, Gregor, mit die dunkle Folie, mit den kleinen Schüppchen. Oh, das sieht ja... Das sieht ja schon so scharf aus. Den hatte ich ja eben kurz mal hochgehalten, da habe ich jetzt drauf gewechselt. Ein bisschen weniger Licht, diese Reflektionen drauf. Ne? Also das sieht schon echt, also muss man sagen, das sieht ja schon so scharf aus, das Design. Ja, ja. Und dabei
ich wiederhole mich schon wieder, ne? Die habe ich wirklich im letzten Moment gemacht, die Designs, weil jetzt haben wir neue Maschine bekommen, neue Folien, neue Möglichkeiten. Ja, der Wobbler bringt jetzt. Ja. Super, ey. Tipp noch zu den richtigen Barschplätzen. Wir haben jetzt hier uns in den letzten Tagen eine Karte selbst gemacht, also selbst kartografiert. Und eigentlich, laut Navionics-Karte, ist die Scharkante hier einfach nur durchgängig. Fällt es also durchgängig gerade ab. Da könnte man meinen, das ist eine Linie. Das ist aber nicht so. In Wirklichkeit sieht man hier ganz gut, wo wir jetzt gerade stehen, dass hier unter Wasser so eine kleine Nase rausläuft. Das heißt, davor und dahinter ist es etwas tiefer und da läuft sowas, ja, ist ja kein richtiges Plateau, aber ein kleiner Rücken raus. Der ist echt nur klein. Also sieht das hier, das sind nur 20 Meter in der Breite und läuft aber ein bisschen weiter raus. Und auf diesem Punkt haben wir schon mehr gute Fische gefangen, also auch schon großen Hecht und andere Barsche. Das ist ganz markant, das finden die Fische auf jeden Fall. Und sowas, auf so Kleinigkeiten, da sollte man drauf achten, sich die entweder selbst kartografieren oder... Man merkt es auch, wenn man angeln geht, also auch als Uferangler merkt man das, wenn man hier immer so Spuren wirft, dass es da weiter draußen dann noch ein bisschen flacher ist. Ich habe die Ankerfunktion aktiviert, als wir den Fisch im Drill hatten und der Barsch hat also hier dann mitten auf dem Flachen gebissen. Also aber immer wieder in dieser Nähe dieses Plateaus. So, der Tag geht zu Ende. Genau. Haben wir ein bisschen was zusammen. Ja, das. Zumindest war es auch wirklich, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir gewechselt haben auf die kleinen Köder zum Schluss, weil Hecht hat uns so ein bisschen im Stich gelassen heute, so ziemlich. Wirklich, ja. Das wollten wir ja anders machen und deswegen war es ganz gut, kleine Köder. Da haben wir sogar auch Hechte drauf gefangen und vor allem die Barsche. Und abends noch einen richtig fetten Barsch, das hat uns gerettet. Also manchmal muss man da eben auch so ein bisschen umswitchen. Und das, ja. So das ist immer erstaunlich, dass die Hechte überhaupt nicht auf die Hechtköder reagiert haben. Das war totale ignorieren von unseren besten Ködern bzw. neue Ködern, welche wir haben entwickelt. Nur das Kleinzeug. Jetzt im Winter, wo eigentlich müssten die groß fressen. Gibt es die Tage, wo man einfach vorbei oder man fischt vorbei oder man umswitcht und das Beste daraus macht. Ja, vorbei auf keinen Fall, weil wir hatten es ja parallel im Wasser, es hat nur drauf gebissen. Das ist dann manchmal so. Ja. Na ja, gut, also. Der Köder kommt aber nicht so schnell. Wir brauchen noch ein bisschen, ein paar Feintuning-Sachen mit der Schaufel und so. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit dafür. Aber ich denke, wir sind so schnell wie möglich, machen wir den fertig, ne? Dass man den dann bei uns bekommt. Und ein paar Testtage brauchen wir dann aber noch. Weil bei jeder Änderung, die wir da haben, müssen wir noch ein bisschen angeln. Dann danach, damit schon letztes Mal haben wir extrem lang gepfeilt hier mit der Tauschaufellänge, Tauschaufelbreite. Jetzt haben wir es schon soweit alles angepasst, nur noch die minimale Anlänge muss man verändern. Es handelt sich jetzt tatsächlich um einen Millimeter noch. Das haben wir jetzt aber rausgefunden. Gut, machen wir. Gott sei Dank sind die Formen noch nicht gebaut, sondern schnelle CNC-Fräsen war das jetzt die Tauschaufel. Aber in die Serienproduktion kommt schon ausgereiftes Produkt, wirklich ausgereift. Okay, ja, dann würde ich sagen, packen wir es für heute und versuchen morgen nochmal auf Hecht, aber da fahren wir mal ein Stückchen weiter, nicht in diesem See, ne? Genau. Mal sehen, ob die Hechte da lieber mögen, ja. Hier gibt es anscheinend keine Hechte, sagen uns alle. Ja.